Das ist mal eine große Tasche. So. Na, dann schauen wir doch mal. Granate. Mhm. Oh! Das ist ja mal scheiße. Aber da habe ich jetzt nur wirklich gar nicht errechnet. Diese Penner. Krankenhaus-ID. Okay. John Rolfe. Was Name? Was für ein Name? So, warte mal. Schauen wir mal, ob noch was auf der ID zu sehen ist. Ach Gott. Ja. Orthopäde. Schauen wir noch mal. Hier war jetzt nichts mehr. Also der war schon fies. So, nicht hundertprozentig. Nee, doch nicht. Hätte ich jetzt schwören. Ui. Spiel speichert immer blöd. Oh nee. Brancoa? Oh fuck. Ach du Scheiße. Ich hätte es jetzt nicht anders sagen können. Ach du Scheiße. Verkackte Scheiße. Ey, also wirklich. So was hetzt mich jetzt hier? Finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. So. Ich müsste jetzt eigentlich Zugang zur Wäschekammer vielleicht haben damit. Wir gucken mal. Hey, bitte lass jetzt aber nicht so en masse diese Viecher hier durchs Krankenhaus flippen. Also, das wäre jetzt nicht so cool. Also, wie gesagt, ich finde schon die zwei davon. Ach du Scheiße. Ja, lass uns doch mal gucken, wie die abgehen. Dann würde ich jetzt nämlich sagen, okay, ich nehme die Flashbang. Oh fuck, ja, das war keine gute Idee. Das hat nicht so super funktioniert. Die Penner genau vor der Tür. Nein! Ja, da wird nicht lange gefackelt, Freunde. So, aber wir haben auch gleich gesehen, es funktioniert. Es interessiert ihn scheiß, ob ich da irgendwie mit Flashbangs irgendwie anfange. Was ich echt schade fand. Weil das wäre, glaube ich, eine gute Taktik gewesen. Erstmal so ein bisschen so zu stunnen und dann separat fertig zu machen. Hm. Ja, okay, alles klar. Frage grundsätzlich, muss ich da rein?
Das Blöde ist natürlich, ich komme auch nicht durch die Tür so durch, ne? Ganz blöde Idee. So, weglocken wird wahrscheinlich auch so ein bisschen schlecht gehen. Okay, einen haben wir, das ist schon mal sehr gut. Okay, die Frage ist jetzt, wo steht der zweite? Ist der immer noch weiter hinten im Raum? Ja, sieht so aus. Okay, das ist unsere Chance. Na dann. Let's try it. Ja, das kann ich jetzt aber nicht groß überraschen, oder? Auf den Kopf ziehen. Auf den Kopf ziehen. Hm, was gibt's da? Was ist Erbsenpüree im Beutel? Bäh. Sieht jetzt nicht so lecker aus. So, den Dog hat's erwischt. Die Audiokassette. Und er ist fucking full. So. Na. Okay, dann machen wir es mal so. Flurps. Schnurps. Kombinieren. Und, kann man sie sich anhören? Na, werden wir wahrscheinlich einfach was für die Tür brauchen. Oh, ja, die tolle Hunter. Super. Okay, gerne nochmal zu überdenken, wir haben immer noch kein Safe, also wir haben immer noch keine Kombination gefunden, oder? Oder ist mir entgangen? Wow! Mein Schieß, Alter! So, dann gehen wir wieder runter. Okay. Okay, es sind ein paar mehr geworden. So, Schwester Ingards. Oh shit, okay, alles klar. Ist jetzt hier gut, Freunde. Blumentop. Ja, Regenschirmständer, ja. Wozu? Wozu? Alter. So, man könnte ja auch mal irgendwo ganz clevererweise mal die eine Box aufsuchen, um den Schlüssel abzugeben. Da sieht man wieder einen Slot frei. Willkommen im OP.
Schönes Kraut. Schauen wir erstmal, was man noch so Schönes hier findet. Pistolenmunition. Sub, sub. Okay, also eine Menge Handgranaten und also ich habe auf jeden Fall nicht den Platz dafür. Scheiße. Wie ist denn jetzt, stackt der die? Ja. Ja, er stackt sie. Wie geil. Okay, cool. Nice. So. Jetzt die Frage. Ja, die Uhr ist auch ein bisschen kaputt da oben. Aber sind wir jetzt hier bloß reingekommen wegen Munition? Das würde mich mal interessieren. Oder haben wir hier noch irgendetwas? Wie zum Beispiel der Dietrich. Der Dietrich. Weil alle Schlüsselelemente sind jetzt nutzlos. Der Schlüssel ist nutzlos, die Karte ist nutzlos. Und wir sind nicht weiter. Wir haben nichts. Okay, nee, doch, wir haben noch die Kassette. Mit der werden wir es nochmal probieren. Was war denn das? Ist hier gerade ein Hunter durch die Tür geglitscht? Nee, Gott sei Dank. So. Ich wollte doch nur wissen, warum die Dokumente überhaupt in Ihrem Büro waren. Was glaubst du, mit wem du redest? Ich bin Nathaniel Bard, verdammt. Der beste Biologe, den du je treffen wirst. Nathaniel? Nathaniel Bart? Hallo? Kumpel? Bart. Tyrell. Bart ist tot. Wurde erschossen. Scheiße, und der Impfstoff? Ich suche. Dann such besser. Da muss doch ein PC sein, oder? Oh, shit. Einladung zum Bankett. Sehr geehrter Dr. Bart, es ist mir eine Ehre, Sie herzlichst zu einem Bankett am 10. September im Central Hotel einzuladen, bei dem wir unsere Ansichten zur neuen medizinischen Sonderwirtschaftszone MSWZ von Raccoon City austauschen können. Teilnehmer sind Bürgermeister Michael Warren, Polizeichef Brian Irons und andere berühmte Mitglieder unserer Gesellschaft. Donnerstag, 10. September 1998. 18 Uhr. Orient Restaurant, Centro Hotel, erster Stock. Wir wären geehrt, wenn Sie teilnehmen könnten. Mit freundlichen Grüßen, Greg Tester, Senator. Handschriftliche Notiz. Nate, ich werde das Gesetz für deine neue Arznei Mitte August vorlegen. Bring das Geld. Wir haben für die übliche Afterparty eine Suite gebucht. Du stehst auf Brünetten, oder? Ich lasse es Irons wissen. Okay, da vorne ist der PC. Ich... Ja, soll ich jetzt wirklich mal... Ich sehe mich wirklich den kompletten Weg kurz hier mal zurücklaufen, um irgendwie die Truhe anzusteuern, weil ich, ihr seht selbst, ich bin voll bis unter Dach. Was ist da los hier? Ja. Scheiße. E-Mail von Nathaniel Bard. An Greg Tester. Betreff, bitte umgehend Antwort. Greg, ich weiß, du schaust dir die Nachrichten an. Dieses Virus wird unser ganzes Land verschlingen. Die Toten werden wie eine Flutwelle über Capitol Hill waschen. Du bist nicht sicher. Allerdings warst du mir immer ein guter Freund, also möchte ich dir einen Ausweg anbieten. Ich habe hier in meinem Besitz eine Dosis des Impfstoffes gegen das Virus. Der heilige Gral! Und sie ist nicht für meine Familie. Sie ist nicht für irgendwelche Liebhaberin von mir. Nein, Greg, sie ist für dich. Ich weiß besser als jeder sonst, dass du die Zukunft der USA bist. Aber wenn du den Impfstoff haben willst, Greg, musst du mich verdammt nochmal hier rausholen. Sofort! Und ohne dass Umbrella Wind davon bekommt.
Frag für mich beim Pentagon nach. Ich weiß, du hast die Verbindung. Schau, ob jemand ein Rettungsteam ohne Beteiligung der UBCS auftreiben kann. Ich halte dir den Rücken frei und du mir den meinen. Das ist doch gar nichts im Vergleich zu den Partys, auf denen wir zusammen waren. Beeil dich, mir läuft die Zeit davon. Nate. Hier ist VRC-Chef Nathaniel Bart. 29. September, 23 Uhr. Mir ist sehr bewusst, dass mir die Zeit davon rennt. Ich hoffe und bete, indem ich dies hier aufnehme und die Wahrheit ans Licht bringe, dass ich ein kleines Stück meiner Ehre retten kann. All das Unheil von Raccoon City begann mit der Verbreitung einer biologischen Waffe, dem T-Virus. Mein Arbeitgeber, die Umbrella Corporation, entwickelte dieses Virus. Und sie befahlen meinem Team, einen Impfstoff zu entwickeln, was wir taten. Ich bewahre Proben dieses Impfstoffs hier in meinem Büro auf. Der Rest wird unterirdisch gelagert. Aber diese Mistkerle im Vorstand wollen es alles zerstören. Sie wollen nicht, dass die Welt davon erfährt. Also versuchen sie, alle Beweise für die Existenz des Virus zu vernichten. Ich bin kein Narr. Ich weiß, dass sie nicht wollen, dass... Jill wusste von all dem und vertraute mir trotzdem.